Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den Juni in 2021 für den Aszendenten Stier. Wenn du deinen Aszendenten noch nicht kennst, klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, wo du erfährst, wie du ihn dir berechnen kannst. Wie du selbst siehst, ja, sind bei dir sehr, sehr viele Planeten, zwei Drittel versammelt. Im zweiten und im dritten Haus. Das sind somit wichtige Lebensbereiche für dich in diesem Monat. Wir beginnen mit dem zweiten Haus. Dort hast du zum einen den Mondknoten Rahu. Der gegenüberliegende Mondknoten, der Ketu, befindet sich im achten Haus. Und das ist auch noch ein Thema, was dich länger begleiten wird, sprich bis Ende diesen Jahres und was auch schon seit einem Jahr in etwa dort wirkt. Es geht hier um die Lernaufgabe der Seele und ein Stück weit geht es mit diesen Mondknoten in dieser Position bei dir um die Themen Sicherheit und Stabilität. Ketu im achten Haus steht mehr für die innere Sicherheit und Stabilität, die du in dir selbst hast. Der Rahu im zweiten Haus möchte dir jetzt aber sagen, dass es auch wichtig ist, außen Sicherheit und Stabilität zu haben. Und so wirst du ein Stück weit verstärkt den Fokus darauf legen, auch im Außen, in der Materie, bezüglich der Finanzen, für mehr Sicherheit und Stabilität zu sorgen. Dass Rahu dort auch einen gewissen Stress verursacht, ganz klar, denn du sollst ja in diesen Bereichen hier noch weiter lernen. Jetzt bin ich schon zu schnell reingesprungen. Ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, im Monat Juni gibt es wieder eine Aktion und zwar kannst du dein Gesundheitshoroskop mit 10% Rabatt erwerben. Dort erfährst du, welche Planeten geschwächt sind zum Thema Gesundheit und was du tun kannst, um diese Planeten zu stärken mit verschiedenen Methoden. Und wenn du das tust, dann unterstützt du deinen allgemeinen Zustand natürlich, aber auch im Besonderen die bei dir von Haus aus anfälligen Bereiche. Dazu findest du ebenfalls mehr Informationen unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Ich kehre zurück zu deinem Horoskop und ich sehe, dass der Merkur den ganzen Monat über im zweiten Haus zu finden ist. Der Merkur ist rückläufig. Am 23. Juni wird er erst wieder direktläufig. Was bedeutet es, wenn der Merkur rückläufig ist in der indischen Astrologie? Es bedeutet, dass es keine gute Zeit ist, um Reisen zu unternehmen. Interessant, viele freuen sich ja jetzt so aufs Reisen. Und natürlich, du kannst machen, was du möchtest. Ich sag dir nur, anhand der Astrologie, wenn Merkur rückläufig ist, ist es nicht unbedingt so eine gute Zeit für Reisen. Was bedeutet aber der Merkur im zweiten Haus? Er steht dort gut in seinem eigenen Zeichen Zwillinge. Und so kannst du jetzt finanziell zu Geld kommen aufgrund deiner Kommunikation, aufgrund deiner Talente, aufgrund deines Wissens. Du kannst jetzt aber auch dir Wissen aneignen, welches dir hilft, im Außen mehr Stabilität und Sicherheit für dich aufzubauen. Du kannst dir aber auch Wissen aneignen, welches dir hilft zum Thema Finanzen, wie gut du dich um deine Ressourcen kümmern kannst. Oder du kannst effektiver und effizienter im Managen deiner Verantwortungsbereiche werden. Das zweite Haus steht auch für deine Verantwortungsbereiche. Bist du selbstständig? Der Merkur steht für die Selbstständigkeit. Dann geht es jetzt auch ganz viel darum, ja, wo kommen die Einnahmen her? Wie kannst du mehr Werbung machen, mehr Marketing machen, damit es sich dann auch im Umsatz wieder zeigt? Des Weiteren haben wir die Sonne im zweiten Haus. Die ersten zwei Drittel in diesem Monat ist sie im zweiten Haus. Das heißt, du wirst auch gewisse Opfer erbringen müssen, wenn du dich um das Geld verdienen kümmern willst, wenn du dich um deine Ressourcen, um deine Verantwortlichkeiten kümmern willst. Des Weiteren ist die Sonne der allgemeine Indikator für den Beruf, für die Karriere. Und
Wo ist sie jetzt? Im Haus des Geldes, im Haus der Finanzen. Also dreht sich jetzt auch viel darum, um die Einnahmen aus deinem Beruf heraus. Du kannst aber auch Inspirationen haben, die dir helfen können, wie du ja zu Geld kommen kannst, wie du deine Ressourcen, wie du dich darum gut kümmern kannst. Die Sonne steht ja auch für die Inspirationen. Es können sich aber auch Themen zeigen in Verbindung mit Regierungsstellen, in Verbindung mit Ämtern, die sich auch wiederum auf deine Finanzen auswirken. Das kann natürlich auch passen, gerade wenn du schon in Rente bist. Denn die Rente wird ja in der Regel von dem Staat bezogen. Das letzte Drittel im Juni ist die Sonne im dritten Haus. Jetzt kannst du im Beruflichen gewisse Schwierigkeiten erfahren, die es dann zu meistern gilt. Du kannst aber auch deine Tätigkeit mehr mit deinen Fertigkeiten verbinden. Es kann auch zu beruflichen Verhandlungen kommen oder Verträgen. Es kann auch Herausforderungen in Verbindung mit Autoritäten wie einem Chef, einem Vater oder Ämtern geben. Und ja, das sind so die Themen des dritten Hauses. Auf der anderen Seite, die Sonne selber ist ja feurig, steht für Handlung, für Aktivität. Von dem her geht es der Sonne gut im dritten Haus. Und so kannst du dann auch aktiv werden, um die Schwierigkeiten, die sich mit deinem Beruf, mit deinen Handlungen vielleicht zeigen, um diese dann auch wirklich anzugehen und zu lösen natürlich. Des Weiteren haben wir im zweiten Haus bei dir den Neumond. Der Neumond ist am 10. Juni. Das bedeutet, ein Tag vorher, ein Tag danach kann dir etwas bewusst werden, wo du merkst, hoppla, da habe ich mich noch nicht so gut um meine Finanzen gekümmert, da habe ich mich noch nicht so gut um meine Verantwortungsbereiche und Ressourcen gekümmert. Und das ist natürlich gut, denn du kannst ja etwas erst zum Besseren verändern, wenn du siehst, wo es noch nicht gut läuft. Und das findet statt vom 9. bis 11. Juni in etwa. Im dritten Haus sehen wir bei dir fast den ganzen Monat über die Venus. Sie geht ins dritte Haus am 3. Juni und bleibt dort bis zum 27. Juni. Die ersten 2 Tage ist sie noch im zweiten Haus und die letzten 2 Tage ist sie dann im vierten Haus. Aber fast den ganzen Monat über ist sie im dritten Haus. Das dritte Haus ist das Haus der Schwierigkeiten. Bist du in einer Partnerschaft, die Venus steht für die Beziehung, dann werden hier sich gewisse Schwierigkeiten auftun. Doch Schwierigkeiten sind nicht dafür da, damit wir an ihnen, ja, uns stören, sondern sie sind letztlich dafür da, dass wir sie lösen und regeln und dass wir danach sogar gestärkt daraus hervorgehen. Wenn du noch nicht in einer Beziehung bist, dann ist es natürlich jetzt nicht unbedingt so eine gute Zeit, um jemanden kennenlernen zu können. Oder selbst wenn das der Fall ist, ist das Ganze von Anfang an schon mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Es kann aber auch eine Reparatur mit dem Auto anzeigen. Die Venus steht ja für dein Auto, für Fahrzeuge. Auch das ist möglich, wenn die Venus im dritten Haus steht. Und gut nutzt du die Venus im dritten Haus, wenn du dich deinen privaten Interessen widmest, deinen Fertigkeiten widmest, die du liebst, die dir Freude bereiten. Die Venus selber steht für das Tanzen, das dritte Haus steht für Fertigkeiten. Entweder du liebst das Tanzen schon, dann kannst du es jetzt mehr ausüben, oder du willst es vielleicht sogar ausprobieren, weil es dir einfach Freude bereitet. Also alle privaten Interessen, Hobbys, Fertigkeiten, die dir Freude bereiten, die du liebst, solltest du in diesem Monat ja aktiv in die Umsetzung bringen und praktizieren. Der Mars ist auch noch im dritten Haus und zwar bis zum 11. Juni. Das dritte Haus ist gut für den Mars, nur das Zeichen Krebs ist dort nicht gut für ihn. Und danach am 12. Juni geht er ins Zeichen Löwe und ins vierte Haus. Im dritten Haus kann der Mars dir jetzt ein Stück weit helfen, Schwierigkeiten zu überwinden. Gleichzeitig, weil du seine Energie, seinen Willen, seine Durchsetzungsstärke nicht so gut nutzen kannst, bist du dann auch mehr frustriert, wenn es nicht so schnell geht oder
wenn du es nicht gleich so hinbekommst, wie du es gerne hinbekommen möchtest. Auf der anderen Seite, immer wenn wir Venus und Mars zusammen sehen, wenn die sich beeinflussen, so wie das jetzt im ersten Drittel im Monat Juni der Fall ist bei dir, dann ist es eine Zeit, wo du starke Wünsche hast, wo du sehr leidenschaftlich bist. Die Venus ist der Planet der Liebe, also wo können diese Wünsche sich auch unbedingt ausdrücken und zeigen im Thema Liebe, im Thema Beziehung. Und natürlich ist es gut, Wünsche zu haben. Die Frage ist nur, in welcher Intensität. Also die Wünsche sollten dich nicht übermannen, auch nicht übermannen, wenn du eine Frau bist, sondern du solltest es realisieren. Aha, okay, ich habe da einen Wunsch. Gut, wie kann ich es umsetzen? Welche Schritte muss ich unternehmen, dass ich in diese Richtung gehe? Aber ohne Druck, ohne Zwang, ohne Stress, ohne Frust, ohne zu hohe Erwartungen, denn ja, nach den Erwartungen kommt meistens die Enttäuschung. Der Mars ist dann ab dem 12. Juni im vierten Haus. Der Mars und das vierte Haus stehen beide für dein Zuhause, stehen beide für Immobilien. Dein Zuhause wird wichtiger, Immobilien werden wichtiger. Vielleicht willst du Eigentum haben. Das vierte Haus ist dein Zuhause und der Mars möchte etwas reparieren. Also wenn du etwas renovieren willst, wenn es etwas zu reparieren gibt in deinem Zuhause oder mit Immobilien, die du hast, dann ist das eine gute Zeit dafür. Du kannst jetzt auch besser dir Ziele verwirklichen, die mit dem Zuhause zu tun haben. Auf der anderen Seite kannst du auch mehr Ärger, Konflikte haben, entweder mit der Mutter oder in Verbindung mit deinem Zuhause oder in Verbindung mit deiner Heimat. Also, dass hier auch mehr Ärger und Frust zu sehen ist. Ich gehe weiter, ich lasse den Mars und dein Zuhause so stehen und ich gehe ins zehnte Haus, das ist gegenüber vom vierten Haus und dort haben wir bei dir den Saturn. Der ist dort auch noch eine ganze Weile. Saturn steht gut im zehnten Haus. Saturn steht gut in seinem eigenen Zeichen Wassermann. Und so hast du viel Ausdauer, viel Durchhaltevermögen, viel Fleiß, den du ins zehnte Haus investieren kannst. Was ist das zehnte Haus? Dein Beruf, deine Karriere, dein Ansehen, dein Status. Und selbst wenn du schon in Rente bist, kannst du immer noch Handlungen unternehmen. Und diese starke Saturn-Energie wirkt jetzt, sodass du auch in dem Bereich, wo es darum geht, ja, um deine Arbeit, dass du hier mehr Ausdauer an den Tag legen kannst. Und selbst wenn sich dort Probleme zeigen, bist du besser in der Lage, dein Schicksal dort tragen zu können. Ein starker Saturn gibt uns die Fähigkeit, auch mit Problemen besser umgehen zu können. Ja, und selbst wenn es schwierig wird, dann da leichter hindurchzugehen. Ist der Saturn hingegen schwach, tun wir uns sehr schwer, ja, das zu tragen, unsere Pflichten zu tragen. Und so ist es gut, dass er hier ein Stück weit jetzt stärker ist. Auf der anderen Seite steht Saturn für Trennung. So kann er dich von Teilbereichen in deinem Beruf trennen, dich lösen davon. Oder vielleicht gibt es sogar komplett eine andere berufliche Richtung. Saturn regiert bei dir auch über das neunte Haus. Das neunte Haus steht für deine Berufung, deine Bestimmung. Vielleicht prüfst du für dich, bin ich beruflich überhaupt noch richtig unterwegs? Ein starker Saturn steht auch dafür, dass du dich jetzt auf das fokussierst, was für dich wesentlich ist. Wenn dein Beruf, den du jetzt ausübst, dich noch erfüllt, dich mit Sinn erfüllt, ja, für dich noch passt, auch jetzt noch. Gut, dann mache weiter. Wenn du aber merkst, irgendwas stimmt da nicht, dann kannst du auch Korrekturen für dich vornehmen, sodass er wieder besser zu dir passt. Im 11. Haus haben wir den ganzen Monat über den Jupiter. Der Jupiter ist der Glücksplanet. Er steht gut dort im Zeichen Fische, das ist gut, wenn es um Einkünfte geht oder auch Gewinne. Das ist
gut, wenn es um den Umgang mit Gruppen und Gleichgesinnten geht. Vor allen Dingen kannst du dich jetzt sehr gut mit spirituell orientierten Menschen auseinandersetzen, mit Menschen, ja, die sich mit einer bestimmten Philosophie beschäftigen, die noch Ideale und Werte haben, die nach einem höheren Verständnis streben. Also das wird jetzt stark unterstützt bei dir. Wenn du eine Frau bist und du bist noch nicht in einer Beziehung, dann kann der Wunsch nach einem Partner jetzt sehr, sehr stark werden und eventuell kannst du sogar jemanden kennenlernen. Warum? Das 11. Haus steht für deine größten Ziele und Wünsche im Leben und Jupiter repräsentiert eben den Partner bei dir und so kann jetzt eines deiner größten Ziele auf einen Partner ausgerichtet sein. Und da der Jupiter stark ist, ist er dann in der Lage, auch etwas zu geben. Jupiter steht aber auch für Kinder. Also wenn du noch keine Kinder hast, dann kann auch der Wunsch nach Kindern jetzt viel, viel stärker werden und du kannst beginnen, Schritte in diese Richtung zu unternehmen. Gut, damit möchte ich es jetzt erstmal für diesen Monat belassen. Ich möchte dir noch sagen, dass am 10. Juni haben wir eine Sonnenfinsternis. Das bedeutet 3 Tage vorher, 3 Tage danach. Es ist keine gute Zeit, um wichtige Vorhaben zu starten, um neue große Projekte zu beginnen. Das heißt, beginne die lieber vor dem 7. Juni oder nach dem 13. Juni, dann passt das besser. Und am Schluss möchte ich dich noch einmal erinnern, wenn du zum Thema Gesundheit etwas Gutes für dich tun möchtest, wenn du dich dadurch selber stärken möchtest und wenn du anhand deines eigenen individuellen Horoskops hier Informationen und Tipps haben willst, dann nutze die Aktion im Juni. Informationen zum Gesundheitshoroskop findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, bis bald oder bis zum nächsten Monat.